Die Polizei hat am Donnerstagmorgen einen mutmaßlichen Kokainring aufgedeckt. Nach Polizeiangaben wurden im gesamten norddeutschen Raum insgesamt 17 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, 8 von ihnen in Hamburg. 5 Personen im Alter zwischen 26 und 41 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Sie sollen als Hafenmitarbeiter Zugang zu Containern gehabt haben, in denen vor 2 Wochen knapp 240 Kilogramm Kokain beschlagnahmt wurden. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem 7.000 Euro Bargeld, Mobiltelefone und Unterlagen sichergestellt. Die 5 mutmaßlichen Drogenhändler müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.